Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Heute geht's rund um den PrEP-Kurs, den Präparierkurs im Medizinstudium. Vielleicht studierst du schon Medizin oder hast es vor und möchtest wissen, wie dieser Präparierkurs denn abläuft. Hast vielleicht schon Magenkrummeln, wenn du dran denkst, weil er bald beginnt bei dir. Und dann bist du hier genau richtig, denn ich nehme dich heute mal mit. Ich erzähle dir ein bisschen von meinem Präparierkurs und gebe dir ein paar Tipps an die Hand, damit du deinen Kurs gut meisterst. Ich erzähle dir erstmal allgemein ein bisschen was von dem Ablauf. Ich weiß es noch wie heute, als ich meinen ersten Präparierkurstag hatte sozusagen, also meinen ersten Kurs. Und ja, wir gingen rein in die Halle und die Leichen waren abgedeckt und ich kann dir sagen, es war ein sehr mulmiges Gefühl am Anfang. Es war richtig aufregend und ja, sowas erlebt man ja sonst nie im Leben. Und dann hat der Professor ein paar Worte gesagt und auf einmal wurden alle Leichen abgedeckt. Also da wurden dann die Abdeckungen runtergenommen und ja, die Leichen, die sahen gar nicht mehr so aus wie frisch Verstorbene, sondern die wurden ja mehrere Jahre eingelegt, ich glaube in Formalin, um sie zu konservieren. Und dadurch war es dann nicht ganz so schockierend, die Leichen zu sehen. Und ja, ich weiß gar nicht, was dann passiert ist. Auf jeden Fall stand ich auf einmal an der Leiche, die mir zugewiesen wurde. Also wir waren da eine Präpariergruppe, ich glaube von ca. 6 Studierenden pro Leiche. Und ja, auf einmal habe ich angefangen mit dem Skalpell die Haut abzupräparieren. Und ja, das erste Mal war sicher das Aufregendste, also das erste Mal Präparierkurs. Und bei manchen habe ich es auch mitbekommen, dass ihnen ein bisschen übel wurde. Und die konnten dann aber natürlich auch rausgehen und eine Kommilitonin von mir, die ist dann mal an die frische Luft gegangen, ist dann wieder zurückgekommen und dann ging es wieder. Und ja, also es ist erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt. Und dadurch, dass man dann die einzelnen Gewebeschichten abpräpariert, ja, ist man auch so im Tun und denkt gar nicht mehr so viel darüber nach, dass es eine menschliche Leiche ist, die man vor sich hat. Und ja, insgesamt finde ich das eine Riesenchance. Ich finde, es ist ein einmaligen Kurs und es ist so wertvoll, dass wir als Medizinstudenten diese Gelegenheit haben, an menschlichen Leichen, also am echten Objekt sozusagen zu lernen. Und ja, jetzt erzähle ich dir mal kurz, was dann passiert, was das überhaupt bedeutet, präparieren, denn mir war das überhaupt nicht klar am Anfang, was es bedeutet. Ja, eine Leiche zu präparieren. Und zwar werden die Gewebeschichten nach und nach abgetragen, eine nach der anderen. Wir haben angefangen natürlich mit der Haut, haben die abpräpariert einzeln, haben die vom Unterhautfettgewebe gelöst und dann wird das Unterhautfettgewebe sichtbar. Danach wurde das abpräpariert. Danach wurde dann eben die Muskulatur sichtbar, die unter dem Unterhautfettgewebe liegt und die Faszien. Und so wurden nach und nach alle Strukturen freigelegt, die einzelnen Muskeln, die Arterien, die Nerven. Und ja, ich weiß noch damals, wie ich da stand und dann, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so verschiedene Art Fäden gesehen habe. Und ja, für mich hat es wie so ein Gewurstel ausgesehen. Und dann wurde mir aber, ich glaube, erst ein paar Kurstage später klar, dass das der Plexus brachialis war und Arterien, die da sorgfältig frei präpariert waren. Und es war auf jeden Fall ein Umdenken von diesen Ansichten im Atlas dazu, es dann in echt zu sehen und auch in echt zu erkennen. Und das ist ja auch das, worum es geht bei dem Präparierkurs, dass man im Prinzip die Sachen, die man vorher im Atlas gelernt hat, ja, da sieht man die einzelnen Muskeln und wie die heißen und wo die entspringen und wo der Ansatz ist und die einzelnen Arterien und die einzelnen Nerven und das dann am echten Modell wiederzuerkennen. Das ist ja auch dann wichtig, wenn du später zum Beispiel Chirurgie machen möchtest als Facharztausbildung,
dann ist es ja total wichtig, dass du weißt, welche anatomischen Strukturen du da vor dir hast während der OP. Das ist ja wirklich essentiell. Und da haben wir das sozusagen gelernt. Und natürlich auch in die andere Richtung haben wir es gelernt. Wenn jetzt in den Testaten der Professor auf eine Struktur gezeigt hatte, dann mussten wir sagen, wie diese Struktur heißt. Also mich erinnert es jetzt eigentlich ein bisschen an Vokabellernen. Man muss es in beide Richtungen können. Also man muss sagen können, das und das ist der Musculus deltoideus. Und aber auch in die andere Richtung, wenn der Professor fragt, was ist das für ein Muskel, dann muss man den Muskel eben auch erkennen können und sagen können, ah ja, das ist der Musculus deltoideus. Dadurch, dass dann die einzelnen Gewebeschichten abgetragen wurden, sahen die Leichen natürlich nach und nach auch immer weniger aus wie frisch gestorbene Menschen. Und das hilft natürlich auch, um ja, so eine gewisse Angst nicht mehr zu spüren. Und ja, dadurch kann man sich dann natürlich auch ja, besser auf das Inhaltliche konzentrieren und wirklich konzentrieren und gucken, ah ja, was ist welcher Muskel und was ist welche Arterie, und ist in seinen Gedanken nicht mehr dabei, dass es ein toter Mensch ist. Was ja schon auch belastend sein kann. Und wenn es dir so geht, dann kannst du mal an deiner Uni gucken. Bei uns gab es da so ein Angebot, zu diesem Umgang mit Tod und Sterben und dem Umgang mit Leichen. Und vielleicht hilft dir das dann, damit besser umzugehen. Das Gewebe, das abgetragen wird von den Leichen, das wurde dann immer in Behältern gesammelt. Und einige Monate nach dem Präparierkurs wurde dann auch noch so eine Beerdigungsfeier veranstaltet zum Gedenken der Körperspender, die ja ihren Körper gespendet haben, dafür, dass wir lernen durften und konnten. Und soweit ich weiß, fand dann für die Körperspender eine Feuerbestattung statt. Und ja, das war auch nochmal eine schöne Feier, wo die Angehörigen dann da waren und ja, wo das Ganze nochmal so einen menschlichen, liebevollen Rahmen bekommen hat. Bei mir an meiner Uni war es dann auch so, in dem Semester, wo ich den Präparierkurs hatte, da hatten wir dann auch mündliche Testate direkt an der Leiche, wo wir dann abgefragt wurden, wo wir eben solche Fragen beantworten mussten wie, wo läuft der und der Nerv, was ist das und das für ein Muskel, wie heißt dieses Loch in der Schädeldecke. Und was ich dir da empfehlen kann, ist, den Tipp habe ich schon öfter gegeben, aber ja, es ist einfach wahr, lerne mit Gedächtnispalästen, denn dann hast du wie einen Spickzettel im Kopf, und einen Anker, wo du immer wieder hinhüpfen kannst. Das ist wie eine riesige Bibliothek im Kopf. Du kannst dann in deine Gedächtnispaläste wieder reingehen und dir zum Beispiel die einzelnen Abgänge der Arterien wieder abholen sozusagen. Falls du nicht weißt, was ein Gedächtnispalast ist, schau auf jeden Fall unsere anderen YouTube-Videos. Da erkläre ich genau, wie du dir Gedächtnispaläste baust. Und schau auch super gerne bei unseren Lernpaketen vorbei. Wir bauen nämlich für dich Gedächtnispaläste und Eselsbrücken und verpacken die dann in Form von Merkvideos. Schau vorbei auf www.happyhippocampus.com. Und damals hatte ich diese Methode leider noch nicht während des Präparierkurses. Und ja, gerade bei mündlichen Prüfungen ist bei mir zumindest die Aufregung meistens ein bisschen größer als bei schriftlichen, weil man die Sachen ja sofort reproduzieren muss. Und gerade dann kam es eben manchmal vor, dass ich was gefragt wurde und eben keinen Ort im Kopf hatte, wo ich hinspringen konnte und das Wissen sicher abholen konnte. Und gerade wenn es bei dir so ist, dass du auch eher aufgeregt bist in mündlichen Prüfungen und da gerne, also besonders da, gerne eine Sicherheit hast, dann kann ich dir das Lernen mit Gedächtnispalästen sehr empfehlen. Und die Situation an der Leiche, das ist natürlich dann nochmal eine Spezialsituation. Das ist ja nochmal ein Faktor, der dazukommt und den du ja bewältigen darfst in diesen mündlichen Testaten. Insgesamt fand ich den Präparierkurs sehr faszinierend. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe. Und die Gehirne zum Beispiel, die haben wir dann im nächsten Semester uns genau angeguckt, im Neuroanatomiekurs. Und
Ja, es ist einfach ein Riesengeschenk, wenn man diese Möglichkeit hat, zum Beispiel ein echtes Gehirn sich mal anzugucken und anhand dessen die anatomischen Strukturen zu lernen. Und es ist, finde ich, ein Riesenprivileg, dass wir diese Chance haben. Jetzt gebe ich dir noch ganz kurz ein paar Tipps mit, die du umsetzen kannst in deinem PrEP-Kurs und die mir damals geholfen haben. Es ist ja schon so, zumindest war es bei mir so, dass in diesem Präpariersaal der Geruch ja, nach diesem Formalin im Raum hängt und der ist meiner Meinung nach nicht gerade angenehm. Und deshalb habe ich mir vorher immer zwei Airwaves-Kaugummi reingeschmissen. Also ich werde nicht bezahlt. Die sind einfach sehr scharf. Und deshalb habe ich mir die reingeschmissen und eben gekaut. Und dadurch habe ich dann, wenn ich den Präpariersaal betreten habe, erstmal nur diesen Kaugummi geschmeckt und den Geruch nicht gerochen. Ja, den Tipp hat mir eine Freundin gegeben aus einem höheren Semester, die schon vor mir den Präparierkurs hatte. Außerdem brauchst du ein paar Utensilien für den Präp-Kurs, und zwar ein Skalpell und Untersuchungshandschuhe und einen Kittel. Das Skalpell und die Untersuchungshandschuhe, die gibt es häufig bei der Fachschaft, vielleicht auch die Kittel. Musst du mal in deiner Fachschaft gucken, in der Fachschaft von deiner Unistadt. Und da kannst du dir die entweder kaufen oder du kannst, wenn du jemanden aus einem höheren Semester kennst, die Sachen von demjenigen abkaufen. Ich zum Beispiel habe mir mein Skalpell und ein paar Untersuchungshandschuhe damals abgekauft von einer Freundin. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, wenn es die Möglichkeit gibt an deiner Uni, den Kittel direkt in der Anatomie aufzubewahren, dann würde ich das machen. Also ich fand es praktisch, bei uns gab es solche Spinde, da konnte man dann eben seinen Kittel reinhängen, seinen Präparierkittel und noch andere Sachen mit reinstellen, zum Beispiel eben dein Skalpell. Und ja, ein Tipp noch, der wahrscheinlich für dich auch logisch ist, ich würde jetzt nicht meine allerneuesten Bücher und meine allerschönsten Bücher mit in den Präpariersaal nehmen. Genau, weil natürlich die Gefahr besteht, dass die ein bisschen verschmutzt werden. So, ich hoffe, ich konnte jetzt einen kleinen Überblick geben und dir vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, wenn dir das Ganze ein bisschen suspekt noch ist und du ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei hast, wenn du dran denkst an deinen Präparierkurs. Ja, wenn der jetzt sozusagen vor der Tür steht vielleicht. Ja, und ich kann dir sagen, du wirst dich total schnell dran gewöhnen und ja, schon nach ein paar Wochen wird es einfach normal sein, dahin zu gehen. Und ja, ich möchte dich einladen, genieße diesen Kurs und es ist einfach eine Riesenchance und eine tolle Gelegenheit. Und es war sicher mit der spannendste Kurs in meinem Medizinstudium. Ich wünsche dir jetzt alles Gute für deinen Präparierkurs. Ich hoffe, du bist jetzt gut präpariert für deinen Präparierkurs. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere unseren Kanal Happy Hippocampus und drück auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Und schau außerdem bei Instagram vorbei und schreib uns unter dem Post zu dem heutigen Video einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat. Stell uns Fragen, wenn du Fragen hast. Und dann gehen wir da super gerne drauf ein. Mach's gut und bis bald. Ciao!